Hey Leute, heute zeige ich euch Frühstücksideen für die Schule und am Ende von diesem Video habe ich noch eine wichtige Ankündigung. Also bleibt am Ende dran oder spult vor oder so. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Das erste Rezept ist für die Tage, wo ihr morgens etwas mehr Zeit habt, zum Beispiel am Wochenende oder so. Und dafür braucht ihr erstmal Toastbrot und das müsst ihr mit einem Nudelholz ausrollen, sozusagen, wie ihr das hier seht. Und dann müsst ihr circa ein Drittel des Toastbrotes mit Nutella bestreichen und dann kommen da noch Früchte drauf, zum Beispiel Blaubeeren und Bananen, das hatte ich jetzt zu Hause. Und dann müsst ihr das Toastbrot noch einrollen. Dann müsst ihr Fett in einer Pfanne erhitzen. Und dann kommt da euer Toastbrot rein. Und dann müsst ihr das von allen Seiten ein bisschen anbraten. Und ja. Wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr das nur noch aus der Pfanne rausholen und dann könnt ihr es noch ein bisschen dekorieren oder so. Und das war auch schon das erste Rezept. Das zweite Rezept ist super für die Schulzeit geeignet, denn ihr könnt das abends vorbereiten. Und zwar braucht ihr einfach ein Marmeladenglas und dann müsst ihr unten Müsli oder irgendein Müsli eurer Wahl hintun. Darüber kommt dann eine Schicht Joghurt und obendrauf eine Schicht Marmelade oder Honig oder was auch immer ihr haben wollt. Und dann könnt ihr das auch schon verschließen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Und am nächsten Morgen könnt ihr das dann einfach in der Schule essen oder auf dem Weg zur Schule oder so. Das nächste Rezept ist ein Milchshake und zwar mache ich den immer so, dass ich eine halbe Banane in ein Gefäß tue. Dazu kommen dann noch ein paar Blaubeeren und ganz wichtig Tiefkühlfrüchte. Dann noch 2 bis 3 Esslöffel Joghurt und ein kleiner Schuss Zitronensaft. Dann gieße ich das Ganze nur noch mit Milch auf und dann muss das nur noch püriert werden. Und das war auch schon mein Milchshake-Rezept. Und das kann man auch wirklich morgens richtig schnell machen. Und auch für die Leute, die nicht so gut frühstücken können und morgens generell nicht so gut essen können. Und das letzte Rezept ist das auch das aufwendigste. Und zwar braucht ihr dafür einen Apfel, den ihr entkernen müsst mit so einem Gerät. Und dann müsst ihr euren Apfel in Scheiben schneiden, wie ihr das hier seht. Außerdem müsst ihr Pancakes machen und ich schreibe euch mal ein Rezept in die Infobox, wie ich die gemacht habe. Und dann müsst ihr wieder Fett in einer Pfanne erhitzen, so wie beim ersten Rezept. Und jetzt nehmt ihr eure Apfelringe und tunkt die so richtig in euren Pancake-Teig. Das ist eine kleine Sauerei. Und dann müsst ihr das nur noch in die Pfanne tun und dann wie ganz normale Pancakes machen. Also es sind dann sozusagen Apfelpfannekuchen. Irgendwie fand ich das so voll cool, dass man so die dann so direkt portioniert hat mit den Apfelstücken, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann seid ihr auch schon fertig mit dem letzten Rezept. Und das waren ja auch schon alle Rezepte und jetzt kommen wir gleich zur Ankündigung, die ich für euch habe. Und zwar werde ich meine Videotage etwas umändern. Also es wird natürlich wie immer samstags um 11 Uhr ein Video kommen. Und wenn ich es dann schaffe, das kommt natürlich immer auf die Woche an, wird auch dienstags um 15 Uhr ein Video kommen. Ich weiß nicht, ob ich es schon diesen Dienstag schaffe. Samstags kommt fest ein Video und wenn ich es schaffe, noch dienstags. Und das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!